Hallo Dieter, hallo liebe Biomaler-Freunde, die das ganze Geschehen bei der Moorhexe mitverfolgen. Wir haben heute den 28. Januar und in 5 Wochen wurde der Biomaler vor genau einem Jahr aufgebaut. Wir hatten ja versprochen, dass wir uns, nachdem wir einen Halbjahresbericht gemacht hatten, nochmal melden wollten, wenn der Biomaler fast ein Jahr alt geworden ist. Dieter, was haben wir jetzt zwischendurch oder was hast du jetzt zwischendurch an dem Biomaler verändert? Ich habe jetzt eigentlich nur die Plan darum gemacht, damit er gegen Zugluft geschützt ist. Ja, das war ja eins von den Ergebnissen, die wir erzielt hatten durch die Begleitung von Herrn Witte, dass der Biomaler also durchaus ein Mäntelchen vertragen kann und gegen Zugluft und Sauerstoff praktisch abgedichtet sein kann. Und ich denke, dass sich das hier für die Laufzeit noch bewähren wird. Bei was für einer Temperatur sind wir jetzt? Wir liegen jetzt bei 44 Grad. Bei 44 Grad. 44 Grad. Und wie kommt das kalte Wasser rein? Es kommt mit 10 Grad circa. Okay. Also hat sich praktisch an dem Verhältnis zwischen der Temperatur, die aus dem Biomaler rauskommt, und der Temperatur, die in den Biomaler hineingeht, nichts geändert. Was hatten wir für Außentemperaturen? Wir hatten 10, 12 Grad minus. Also von daher ist es noch eine sehr gute Leistung. Ja, das ist also, würde ich mal sagen, eine optimale Leistung bei minus 12 Grad Außentemperatur, eine Warmwassertemperatur von 44 Grad. Dieter, wenn du jetzt nochmal oben auf deine Biomaler guckst oder das, was man jetzt im Prinzip noch sieht, was können wir erkennen? Ja, was können wir erkennen? Die Masse des Biomalers hat doch ganz ordentlich abgenommen. Also über dieses Jahr hinweg ist der Biomaler ungefähr 20% an Masse gesunken, beziehungsweise hat sich um 20% verdichtet. Wir haben ja jetzt hier noch eine ganz interessante Variante und Konstruktion hinter uns. Was sehen wir hier hinter uns genau? Ja, wir haben hier eine Haustür eingebaut, um die Leitungen zu schützen. Dann wollen wir mal in die Haustür hineingucken. Was haben wir hier? Nach wie vor unsere Installation. Ja, da kann ich an der Isolierung noch ein bisschen was verbessern. Aber ansonsten funktioniert es wunderbar. Ja, also ist ja wunderbar windgeschützt. Dann machen wir nochmal hier die Probe für alle die Leute, die das letzte Mal das auch gesehen haben. Also wir haben ja hier noch einen Wasserhahn mit eingebaut, der direkt zum warmen Wasser führt. Genau. Dann ja, drehen wir den mal auf. Nochmal Wassermarsch. Also Handprobe, 44 Grad. Ja, da bist du ganz schön schmerzfrei schon. Ja, also haben wir hier doch unser Wasser und alles wie gehabt im Betrieb. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für diesen Zwischenbericht. Ja, gerne. Und dann sprechen wir uns ja auf alle Fälle nochmal, wenn der Biomaler soweit ist, dass er entweder an Temperatur nachlässt, weil er alles gebracht hat, was er sollte. Ja. Oder dass wir vielleicht nochmal versuchen, mit Gülle den Biomaler zu beleben, wenn er vielleicht an der Temperatur ein bisschen nachlässt. Aber das könnte sein, dass es nochmal gute 6 Monate so geht. Ja. Gut. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit von diesem kleinen Beitrag. Wir sehen uns dann aller spätestens in 6 Monaten nochmal auf diesem YouTube-Kanal, um über den Biomaler bei der Moorhexe in Ottersberg bei Posthausen zu berichten. Und alle, die auf ihrer Fahrt zwischen Hamburg und Bremen unterwegs sind, sind herzlich eingeladen, den Biomaler hier zu besichtigen. Ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Bis demnächst. Ja, ich danke dir. Jo, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.